Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, oder Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, was auch, wann auch immer ihr dieses Video ansehnt. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich hier so ein bisschen hier über das Video drüber quatsche und warum da kein richtiger Ton ist. Ich habe da eine kleine Erklärung dafür. Als wir diese Folge von World of Warcraft Together aufgenommen haben, haben wir leider nicht lange genug Soundcheck gemacht, um zu merken, dass der, ja, Aufnahmesound von unserer Webcam leider ein klein wenig gescrewt ist. Ich habe versucht, da noch ein bisschen was zu retten, allerdings habe ich dann schon nach wenigen Versuchen aufgegeben. Denn, ja. Okay, ein bisschen Ingame-Sound haben wir, ganz vergessen. Kurzum, die Webcam hat den ganzen Sound ziemlich, ja, komisch aufgenommen. Zum Teil in halber Geschwindigkeit, zum Teil in Viertel der Geschwindigkeit, manchmal nur ein klein wenig verlangsamt, dann wieder in normaler Geschwindigkeit und dann fehlt auf einmal wieder ein Teil. Also ich kann da wirklich leider nichts retten, deswegen werde ich mir jetzt die ganze Aufnahme noch einmal komplett ansehen und dazu kommentieren. Und ja, wie ihr seht, also ich und Chrissy, wir sind erstens mal wieder alleine. Exe hatte keinen Bock mehr auf uns. Übrigens schon viele Grüße an Exe, falls du dieses Video siehst. Wir sind hier auf jeden Fall wieder in den Schwarzfelstiefen unterwegs, weil wir uns gedacht haben, wir wollen in dieser Aufnahme Level 58 werden. Und wir gehen dabei einfach Innis, bis wir da sind. Durch die Inni-Abschlusserfahrungspunkte kommt man ja mittlerweile so gut durchs Leveln durch, dass da wirklich ja, kaum noch Wünsche offen bleiben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich genau diese nächsten 1 Stunde 38 Minuten, die diese Aufnahme gelaufen ist, füllen soll. Ich hoffe, ich kann da die ganze Zeit drüber quatschen. Es war auf jeden Fall, ja, eine relativ unspektakuläre Aufnahme, weil vor allem ständig dieselben Innis gekommen sind. Gut, insgesamt waren wir auch nur in 5 Innis unterwegs. Ich werde jetzt allerdings hierbei nicht wirklich so viel spoilern. Für diejenigen, die es noch interessiert, was wir dann in den nächsten Parts noch so alles machen wollen. Auf jeden Fall, wir kämpfen hier gerade gegen den, Gott, hab seinen Namen vergessen. Ist auch egal, wen interessiert's? Auf jeden Fall ein tolles Highlight-Trinket gedroppt. Reduziert die Mana-Kosten. Braucht man im Low-Level ja so unbedingt. Gut, war damals vielleicht mal Imba. Ich habe mir da auch gedacht, komm, renn's gleich runter. Unten stehen weniger Mobs. Was man an dieser Stelle hier nicht sieht, nur vielleicht am Lebensbalken unseres Mönches, der hier schon ein bisschen dabei ist, da hat jemand den Rare-Mob, an dem ich da oben vorbeigelaufen bin, gepult. Deswegen kriegt der Mönch gerade ein bisschen auf die Fresse und der Heiler ist fast tot. Oh, er ist tot und wieder aufgestanden. Ist ja ein Shami, Reinkarnation. Ich bin auch fast tot. Aber gut. Bisschen Chaos am Anfang, schadet nie zum Wachwerden. Da kann man sich auch mal schön ein bisschen selber heilen. Und der Rammer hat so verdammt viel Leben. So, und ich bin jetzt immer noch überfragt, wie ich jetzt die ganze Zeit hier über quatschen soll. Ich bin nämlich eigentlich ziemlich unvorbereitet. Ich wollte mich eigentlich gerade hinsetzen, schön die Folgen schneiden und merke dann, Scheiße, Ton geht nicht. Fuck, was machst du jetzt? Ja, gut. Habe ich mir gedacht, setz dich einfach mal 1 Stunde und fast eine zweite sogar hin. Quatscht einfach mal über Gott und die Welt, was gerade so abgeht. Ich meine, wir haben gerade Montag, den 9. Februar 2015. Gestern waren wir wieder Schwarzfels-Gießerei raiden. Der Raid hat ja erst, ja, eine halbe Woche jetzt auf. Haben gestern zumindest normal bis zum 8. Boss gemacht. Also uns fehlen jetzt nur noch die eisernen Jungfern und der gute Blackhand himself. Die Bosse, die wir gestern gemacht haben, waren allesamt recht lustig. Also gemacht haben wir Hanskar und Franzok, dann haben wir,
Gott, ich kenne die ganzen Bossnamen gerade nicht. Ja, das kommt davon, wenn man sie alle im zweiten Try legt. Naja. Auf jeden Fall die eine Tussi mit ihren komischen Wölfchen. Dann haben wir noch den Korrogan-Verschnitt gemacht. Und den I Like Trains Boss. Gerade zu ersteren und letzteren kann ich da noch ein bisschen genauer eingehen. Das sind Kämpfe, die mir eigentlich sehr Spaß gemacht haben. Es geht einfach ein Haufen random Shit vor sich. Fand ich irgendwie cool. Vor allem, es gibt so tolle random Arten, wie man in diesen Kämpfen wieder sterben kann. Die beste Art, gerade bei unserem schönen I Like Trains Boss, ist natürlich vom Zug überfahren zu werden. Immer wieder ein schönes Gefühl. Ich bin auch mehrmals überfahren worden. Ja gut, wenn man den Boss das erste Mal spielt, muss man sich das Ganze erst mal ein bisschen anschauen. Ja. Gekillt hat's mich, glaube ich, nur ein einziges Mal. Wir waren ja da zum Glück nur im Normal drin. Da machen die Züge ja, wenn sie einen überfahren, nur 285.000 Schaden und ein paar Zerquetschte. Was gut ist, weil ich irgendwas, also wenn ich gebufft bin, habe ich ja irgendwas mit, was weiß ich, knapp 300.000 Leben. Also habe ich das jedes Mal sehr, sehr knapp überlebt. Irgendwann haben wir den Boss sogar versehentlich mit Erfolg gemacht. There is always a bigger train. Also es gibt immer einen größeren Zug. Anspielung auf ein Star Wars Zitat, wie er es denn überhaupt kennt. Aber ich laber hier jetzt wieder von der Schwarzfelsgießerei. Ich schau gerade gar nicht mehr das Video an. Wir sind hier gerade bei den komischen Rat der sieben Zwerge da, wie ich ihn gerne nenne. Haben den da gerade gelegt. Der Loot ist hier wie immer uninteressant. Einmal Leder, einmal Kette. Da haben wir uns beide sehr gefreut als Stoff- und Plattenklasse. Und da geht's. Da gehen wir auch schon wieder in den tollen Nemesis-Raum der letzten Aufnahme, der uns eine ganze Folge gekostet hat, weil Chrissy gestorben ist und den Geist freigelassen hat. Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Eine ganze Folge mit Warten verschwenden. Als ich die Folge damals geschnitten habe, habe ich mir gedacht, die kannst du so eigentlich fast nicht raushauen. Das Einzige, was da gut ist, sind die ersten 2 Minuten, in denen Exe ein bisschen upraged. Aber ich habe mich dann entschieden, nee, ich mache keine Hats. Ich lasse das jetzt einfach drin. Ja. Mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich sagen soll. Und verdammt, ich habe erst 8 Minuten. Es müssen noch 1,5 Stunden sein, die ich quatschen soll. Verdammt, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ja. Ich könnte ja mal sagen, was wir demnächst noch so wieder vorhaben. Kanaltechnisch. Da Timon ja immer noch seine große Pause mehr oder weniger hat. Ist momentan keine Aussicht darauf, dass entweder das Diablo 3 noch das Dragon Age 2 LP irgendwann in naher Zukunft weitergehen könnten. Da müsst ihr euch mal bei Timon beschweren. Schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde das dann an ihn weiterleiten. Sagt Timon, er soll bitte mal wieder was machen. Auch wenn ich ihm das auch schon hin und wieder mal einfach so sage. Ja, er hat. Das letzte Mal, als er mir zurückgeschrieben hat, hat er gemeint, er würde zwar gern was machen, aber er hat gerade ein bisschen Berufsstress und alles Mögliche. Naja, kann man auch nicht so viel machen. Dann das Pokémon Weiß Let's Play geht ja schon weiter. Da haben da Koto und ich auch uns schon wieder aufgerafft und haben da wieder weiter aufgenommen. Also zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, habe ich zumindest meine 2 Folgen wieder gemacht. Koto müsste jetzt eigentlich dann Folge 52 aufnehmen, wenn er es denn macht. Ich hoffe es einfach mal, dass es schafft bis zum nächsten Donnerstag, sonst haben wir da wieder keine Folge. Egal. Ansonsten, ich habe auch mit Drago wieder ein bisschen gesprochen. Der hat auch gemeint, er will das Pokémon Feuerrot Let's Play auf jeden Fall noch fertig machen. Allerdings, hat auch er gerade recht wenig Zeit. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen zusammenfinden.
Oh ja, jetzt kommt gleich dieser tolle. Ah, ich spoiler mal nix. Unsere tolle Heiler-Aktion, wo er genau sieht, ich pull da den ganzen Mob zusammen und er lässt mich verrecken, weil er mich kein Stück geheilt hat. Und da nimmt das Unheil seinen Lauf, die ganze Gruppe stirbt. Der Shami-Heiler wird jetzt auch überrannt. Und jetzt kommen die Mobs alle auf Chrissy zu. Chrissy allerdings hat sich einen Seelenstein gegeben, wollte uns danach alle retten. Das Problem an seinem Plan war nur, dass hinter ihm bereits ein respawnter Mob stand, der ihn dann umgehauen hat. Tja, somit ist die ganze Gruppe gewiped. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Passiert einfach. Naja, macht nichts, Geist freilassen, reinrennen und das Ganze noch einmal. Das war der erste von vielen Streichen, die sich die Heiler in dieser Aufnahme gegen den guten Chrissy erlaubt haben. Der hat sich nämlich, was wir hier jetzt leider nicht mehr hören können, ziemlich die ganze Aufnahme immer über die Heiler beschwert. Es war irgendwie schon fast witzig. Ich finde es schade, dass er jetzt gerade nicht da ist. Ich kann die Aufnahme nämlich leider nicht mit ihm nachsynchronisieren. Er muss jetzt leider gerade arbeiten. Aber ja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich quatsche jetzt hier einfach so vor mich hin. Ja, wo war ich gerade hier stehen geblieben, bevor wir beim Vibe waren? Ich glaube bei Drago und Pokémon Feuerrot, ne? Ja. Ich gebe dem Projekt zumindest mal noch einen Monat, bis wir das weitermachen können. Dann wird's aber auch weitergehen. So, eine Sache habe ich noch. Pokémon Silber. Der gute Fliegi hat leider gerade auch ziemlich viel Stress und kann daher leider nicht aufnehmen. Er hat daher auch gesagt, dass er mit dem Projekt auch nicht mehr wirklich klarkommt, da er auch gerade keinen Ingame-Sound mehr aufnehmen kann und so weiter. Ja gut, ich kann es verstehen. Er hat auch momentan auch so ein bisschen Stress. Kann man jetzt nicht wirklich viel gegen machen. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er das Projekt nicht mehr weiterführen kann, was schade ist. Ich habe allerdings schon jemanden gefunden, der es an seiner Stelle fertig spielen kann. Und zwar der gute Don Marcy, der Pate. Mittlerweile eigentlich ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn zwar eigentlich nur über Facebook und über YouTube. Im Real Life habe ich den noch nie getroffen. Gut, Fliegi habe ich auch noch nie im Real Life getroffen. Kenne ich auch nur über Facebook und YouTube. Egal. Ich habe mit den Leuten schon eine Menge sehr interessante Pokémon-Kämpfe ausgetragen. Die sollten. Denn die Jungs sind eigentlich voll okay. Und ich denke, dass sie mit Don Marcy mindestens genauso viel Spaß haben werden wie Fliegi, wenn nicht sogar noch mehr. Don Marcy hat da wesentlich mehr Erfahrung, was Let's Play-Sachen angeht, vor allem im Pokémon-Bereich. Und vielleicht baut der Don ja auch nicht ganz so viele Fails rein, wenn es um die Unterschiede der verschiedenen Generationen geht. Wobei ich die da noch irgendwie verstehen kann. Die spielen halt eben nur etwa die etwas neueren Spiele und wenn man dann auf einmal wieder ein Second-Gen spielt, da kann man doch schon mal durcheinander kommen, vor allem wenn man die Physis-Speziell-Regeln da nicht mehr so genau im Kopf hat. Es ist mir speziell da aufgefallen, als ich mir die letzten zwei Folgen von Fliegis Pokémon Silber noch angesehen habe. Da hat der nicht unbedingt immer die richtige Entscheidung getroffen, was Attacken angeht. Aber gut, genug von Pokémon. Wir sind ja hier auch bei World of Warcraft. Wir sind immer noch in den Schwarzfelstiefen. Wir müssen immer noch die Fackeln im Lyzeum anzünden. Eine haben wir ja mittlerweile. Bei der zweiten sind wir mehr oder weniger unterwegs. Wir haben, glaube ich, hier zu diesem Zeitpunkt schon eine zweite Fackel gefunden. Ich hab's gerade nicht im Überblick. Ich schaue die ganze Zeit aus dem Fenster, während ich laber. Ich
weiß, ich mache irgendwie gerade nur Murks. Ich sollte mehr aufs Video eingehen. Aber da passiert nicht allzu viel, wo ich irgendwie was zu sagen könnte. Ich könnte jetzt nun sagen, oh, ich habe wieder ein Schild des Rächers proc und oh, jetzt ist er ausgelaufen, aber das würde ich doch auch nicht wirklich interessieren, ne? Ich meine, das seht ihr selber. Ich meine, die Videos sind relativ selbsterklärend. Ich quatsch hier einfach nur, damit ihr euch irgendwie noch halbwegs unterhalten fühlt. Und irgendwas muss ich ja machen. Weil der Loot ist ja schließlich auch uninteressant. Der droppt auch nur komische Schildhandteile. Wobei der auch ein paar andere Items noch droppen kann, wie zum Beispiel einen Helm oder einen Zweihandhammer. Was mich aber beides nicht sonderlich interessiert, weil wir ja mittlerweile wieder mit Erbstücken spielen, was ihr wahrscheinlich schon längst gesehen habt. Denn wir hatten keinen großen Bock mehr, so viel Zeit in den ganzen Innis zu verbringen. Daher haben wir gesagt, komm, wir lassen die Erbstücke an. Bisschen mehr EP, damit wir schneller Level 58 werden. Damit wir dann auch in die Scherbenwelt kommen. Dann seht ihr auch mal eine andere Seite von WoW. Wir sind ja jetzt momentan noch im ganzen Classic-Bereich, wobei man das jetzt nicht wirklich den Classic-Bereich nennen könnte. Das ist ja eigentlich alles schon Kataklysm-Zone. Denn das, was alles Classic-Bereich war, das gibt's ja eigentlich schon gar nicht mehr. Das wurde ja alles mit dem Kataklysmus neu aufgelegt. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zu Classic-Zeiten war das Level nicht sehr angenehm. Gerade die letzten 10 Level haben sich gezogen wie Kaugummi. Zäher Kaugummi. Zäher und sehr alter Kaugummi. Ich kann euch ja mal erzählen, wie es so damals war. Also zum allen voran waren die ganzen Spielcharaktere damals noch nicht so wirklich overpowered. Man konnte mit etwas Glück ein paar Level höhere Mobs legen. Vor Elite-Mobs hat man sich ferngehalten bzw. einen hohen Bogen drum gemacht. Und wenn man sie gemacht hat, dann hat man sich vorher mindestens eine Dreiergruppe zusammengesucht. Je nachdem, wie schwer der Elite-Mob war. Für Hogger haben zum Beispiel mal zwei Spieler schon gereicht. Aber Hogger als Solo-Player will ich nicht empfehlen. Das ist übrigens auch der Grund, warum dieser Mob so bekannt ist. Der hat so ziemlich jeden neuen Level 10 Mensch-Charakter erst einmal über den Jordan geschickt. Weil das war so ziemlich der erste Elite-Mob, dem man überhaupt begegnet ist. Dennoch, der Elven Forest war eigentlich noch recht einfach. Es gab so ein paar Quests, bei denen man öfter mal gestorben ist. Sterben war damals ja noch ziemlich normal und nichts, wofür man sich schämen musste. Die Charaktere hatten einfach damals noch nicht so wirklich den Bums, den sie heute haben. Naja. Insgesamt war es damals schon sehr anstrengend. Man könnte sagen, der Kataklysmus hat alles wesentlich einfacher gemacht. Wobei alles mit Wrath of the Lich King, zumindest der Patch, mit dem der Dungeon Browser ins Spiel gekommen ist, mit dem wurde das Ganze etwas einfacher.